bei mir ist Slatan Ibrahimovic, weil der Christian Eichner leider krank in seiner Heimat geblieben ist. Müssen wir schauen, ob er morgen mitfahren kann. Zumindest war er nicht fit genug, um heute die PK zu machen. Aber ich glaube, mit Slatan bekommen wir das auch alles hin. Dann haben wir leider noch eine Verletzung zu beklagen. Tim Breithaupt hat sich gestern eine Knöchelverletzung zugezogen. Die genaue Diagnose steht da noch aus. Wir sind da noch in den Untersuchungen. Und er wird auf jeden Fall am Sonntag nicht im Kader stehen in Rostock. Ja, alle weiteren Infos gibt es dann heute von Slatan. Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Bisschen ungewohnt, ja, mal in vorderster Reihe zu stehen, aber ist eine gute Übung. Ja, wir hatten eine gute Woche. Ja, haben weiter an den Sachen gearbeitet, ja, wenn wir ja auch das letzte Spiel analysiert haben, das Spiel im vorderen Drittel, ja, immer wieder so ein bisschen Probleme, auch da hätten wir jetzt schon gegen Regensburg den Sack zumachen können, uns auch gut auf Rostock vorbereitet, ja, auch so ein angeschlagener Gegner oder Boxer, vielleicht wie ich ihn auch nennen mag, ja, immer extrem gefährlich, hat man vielleicht bei uns gesehen, vor Fürth hat man uns auch so ein bisschen abgeschrieben vielleicht gehabt und auch dann mit einem Mann weniger, deswegen wäre es auf jeden Fall ein heißes Duell, erst recht vor deren Fans. Ich habe es vor 2 Tagen als Eiche gesagt. Ich habe es noch nirgendwo lauter erlebt als in Rostock letzte Saison im Sommer bei 30 Grad. Also wir haben unser eigenes Wort nicht verstanden. Und davon gehe ich jetzt auch aus. Ja. Nur ist jetzt die Situation ein bisschen etwas andere. Ja, man kann die Fans dann auch vielleicht irgendwann mal so ein bisschen zur Ruhe bringen, wenn man dann selber eine gute Leistung abliefert, in diesem Fall wir. Und vielleicht die eine oder andere Torchance und die werden da sein. Ja, man kriegt immer seine Momente, dann auf unsere Seite nutzt. Ja, das wäre dann auf jeden Fall vom Vorteil, um dann sein eigenes Wort auch vielleicht wieder verstehen zu können. Ansonsten, von den Ausfällen her, Kyung ist klar. Ansonsten sind soweit alle gesund. Der eine oder andere hat immer mal wieder einen Tag ausgesetzt vielleicht, ja, wegen einer ganz kleinen Krankheit oder vielleicht mal Magen-Darm. Aber ansonsten alle soweit topfit. Dann sind wir bereit für eure Fragen. Einfach per Handzeichen und dann kommen entweder von links oder rechts die Kollegen mit dem Mikro. Marius Bücher von den BNN. Ja, zum Ausfall von Tim Breithaupt. Was sind so die Gedankenspiele bei euch, den dann aufzufangen am Sonntag in Rostock? Ja, das tut schon ein bisschen weh. Also Tim ist, glaube ich, noch nie ausgefallen, außer mal wegen einer Sperre, glaube ich. Tut weh, aber durch die Tatsache, dass wir wirklich viele Formationen auch schon jetzt eingeübt haben, auch in dieser Pause, wo wir diese 3 Wochen auch mit der Dreierkette mal gespielt haben, eine Zeit lang, dann auch mit der Raute, haben wir schon verschiedene Möglichkeiten, da das aufzufangen. Ja, personell muss man dann sehen, dass so ein kurzfristiger Ausfall ist halt nicht so per Telefon oder auch am nächsten Tag sofort zu regeln. Deswegen haben wir Zeit bis Sonntag und dann gucken wir mal, wen wir da in die Bresche reinwerfen. Gibt es weitere Fragen? Dann gerne weitermachen, Marius. Dann nochmal zu den letzten 3 Spielen. Sehr erfolgreich gewesen mit den 3 Siegen, die auch ganz wichtig waren. Was war Ihr Eindruck, was das auch so mit der Mannschaft gemacht hat und was vielleicht auch daraus die Folge dann sein könnte für die nächsten Spiele? Ja, das ist immer ist gefährlich, ich sag's mal so. Ja, man sollte dann nicht zu sicher sein, dass irgendwas von alleine läuft. Ja, deswegen ist vielleicht auch meine Stimme ein bisschen schlechter dran die Woche. Weil du musst dann trotzdem den Druck und die Spannung ständig hochhalten. Ja, und das haben wir diese Woche bei den Jungs versucht. Und die wissen, dass es noch nicht das Ende ist. Ja, ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, wir haben einmal in unserer Amtszeit 4 Siege in Folge gehabt. Jetzt wäre die Möglichkeit da, das zweite Mal es auch hinzukriegen. Ja, und daraufhin haben wir hingearbeitet und gucken jetzt, dass wir es umsetzen. Ja, trotz der Schwere der Aufgabe. Aber es ist jedes Spiel, ja, und so dieses auch. Aber ich gehe da frohen Mutes in den Flieger morgen und freue mich auf das Spiel. Keine weiteren Hans, dann haben wir hier noch den Hans Fallseher. Vielleicht kurz die Frage der Anreise. Wie macht ihr es? Fliegt ihr? Zug, Bus? Ja, wir werden uns morgen dann ein bisschen später treffen, weil wir das Vergnügen haben, dieses Mal zu fliegen. Ja, und dann können wir auch das Training später gestalten und fahren dann mit dem Bus nach Mannheim und fliegen dann von dort Richtung Rostock. Hat beim letzten Jahr eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und zurück genauso? Ich hoffe schon, ja, wenn der Flieger abhebt, ja. Wie weit ist der Budo Cifaze?
Ja, es gibt immer mal wieder, das ist das Interessante, immer mal wieder sehr, sehr gute Momente. Und wir fanden jetzt diese Woche mit Abstand seine beste Woche, seitdem er da ist. Also ich nochmal, ich kann mir schon vorstellen, dass es für einen Spieler, der aus einem anderen Land kommt, der die Sprache nicht versteht, der vielleicht auch gewisse Gewohnheiten, vielleicht auch den Trainingsrhythmus so nicht so inne hat, er schwierig ist. Ja, und er kommt immer mehr und mehr rein. Man sieht ihn auch immer öfter lachen. Das ist nicht so einfach, wenn du die Sprache nicht verstehst. Ja, aber die anderen übersetzen es dann ganz gut. Und er ist auf jeden Fall da viel weiter als am Anfang. Dann noch Nils Bohl von der DPA. Ich würde da gleich nochmal nachfragen. Was wäre denn der Vorteil, wenn man ihn jetzt bringen könnte gegenüber jetzt der Kombination Schleusener, Mikkel Kaufmann? Was könnte er, in der Kombination mit einem von dem zum Beispiel? Ah, der Vorteil, das ist eine schwierige Sache. Er ist recht, wenn es bei den Stürmern im Moment läuft. Ja, also ihn jetzt sofort von Anfang an zu bringen, würde ich jetzt vielleicht mal erstmal ausschließen. Ja, weil er war jetzt auch beim letzten Mal nicht im Kader, aber dass er eine Waffe hat, die sehe ich sehr, sehr oft im Training, oder sie sehen wir sehr, sehr oft im Training, das wissen wir. Ja, und deswegen könnte es schon möglich sein, dass er mit dem Flieger sitzt, der dann hoffentlich abhebt. Dann haben wir auf der rechten Seite noch eine Meldung. Ja, Slan, Christian ist krank. Mich würde mal interessieren, wie das deine tägliche Arbeit so mit der Mannschaft, im Training beeinflusst. Würdest du uns da ein paar Einblicke geben? Ja, eigentlich, bis auf die Tatsache, dass ich jetzt hier sitze und nicht im Büro, eigentlich gar nicht. Ja, also es ist eigentlich alles gleich. Wir haben uns vorhin auch schon unterhalten am Telefon. Wir machen ja immer wieder die Witze darüber, dass ich nie krank war. Darüber wird er wahrscheinlich lachen. Also ich habe noch keinen Tag gefehlt in den 6 Jahren. Das muss ich mal hier nochmal betonen. Und deswegen ist er jetzt mal einen Tag dran. Ja, aber ich finde gut, dass er diesen Tag genommen hat und dann hoffentlich mit morgen in den Flieger sitzt und wir dann zusammen wieder mit Sirus dann auch die Mannschaft so vorbereiten können, wie es die letzten Spiele auch gemacht haben. Dann hat sich Hans Weiß ja noch gemeldet. Ich wollte mich noch mal nach der Waffe erkundigen. Was für eine Waffe hat der Zifate? Ja, Herr Falsier, Sie sind ja schon länger beim KSC als ich. Plus, ich habe noch mit einem Spieler zusammengespielt, der beim KSC auch war, der Jaschwili. Das ist so eine Waffe, die man vielleicht nicht auf den ersten Moment erkennt, aber die ist brutal gefährlich. Er versteht das Spiel. Er weiß haargenau, glaube ich, jeden Zentimeter im 16er, was wann zu tun ist. Ja? Und so war der Jaschwili auch. Ja, plus dann noch außerhalb des 16er konnte er die Spieler immer wegziehen, durch sein gutes Verständnis den Ball festzuhalten. Ja, und das sind so wichtige Aspekte, die der Torgefahr dann in der zweiten Liga auf jeden Fall so nahe kommen, dass er uns auf jeden Fall helfen kann. Dann schaue ich noch mal in die Runde. Es scheint aber keine weiteren Fragen zu geben. Dann freuen wir uns auf das Spiel am Sonntag. Mit uns werden mindestens 619 KSC-Fans fahren. So viele Tickets wurden verkauft, aber die Tageskasse ist für die Gäste ab 11.30 Uhr geöffnet. Also für alle, die spontan doch noch nach Rostock fahren wollen, ist ja nicht allzu weit, sage ich mal. Da freuen wir uns auf jeden, der mitreist. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis bald.